Der Fahrt vor uns. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Oh, die sind ja gut durchstrukturiert. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Sag mal, warum zum Teufel ist die Inquisition hinter euch her? Was ist so besonders an dem kleinen Kerl? Das ist kompliziert. Was ist mit deinem Bruder? Kommt er zurecht? Er wird bald zu uns aufschließen. Er hat uns das Leben gerettet. Das war unglaublich. Hey, verlieb dich bloß nicht in ihn. Er bricht dir sonst dein kleines Herz. Was? Nein. Hey, eine Mühle! Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow! Erster an der Mühle gewinnen! Hey, langsam! Verschlossen! Ich mach das. Ach ja, sie ist ja die Expertin, um Schlösser zu knacken. Ja, dann gib mal alles. Und dann können wir da nämlich weiter. Offen. Super. Oh, das ist ja riesig. Damit malt man den Weizen. Die Strömung ist zu stark. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Die Strömung wird schwächer, aber es reicht. Hugo, kümmerst du dich darum? Oh, der Kleine, der. Es funktioniert! Klasse. Super! Jetzt müssen wir nur noch rüber. Könnte es von der anderen Seite versuchen, Amis. Geh weiter, Hugo. Na gut. Okay. Super. Ja, geile Idee. So. Dein Einsatz, Melly. Jetzt geht sie rüber. Jetzt werden wir rausfinden, ob es hält. Tja, sieht nicht so aus, als würde ich heute baden gehen. Warte. Und wie lasse ich jetzt los? Halt! Ja! Melly, übernimmst du? Verstanden. Nein, halt! Kriegst du das hin, Melly? Ja. So, und wie lässt sie hier los? Das verstehe ich immer noch nicht. Ach, rechte Maustaste, okay. So. Das überlasse ich dir, Hugo. Gut.
prima. Jetzt die Frage, wie ich rüberkomme. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Ah, wir haben es geschafft. Super. Na bitte, siehst du ein Kinderspiel? Jetzt habe ich genug Materialien, jetzt muss ich auch mal was herstellen können. Das sollte mir die Sache erleichtern. Super. Schleuder wieder ein bisschen verbessert. Wir können hier durch. Na los. Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, kommt mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Hm. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Die Gegend hier soll verflucht sein. Amicia? Na, das ist ja nett. Hugo, was ist denn? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Los, hopp! Oh, der Arme. Tut mir leid. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Das geht auch Erwachsenen so. Wir sind da. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Das ist dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Oh. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Dietrich ist immer gut. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Jetzt weiß ich auch, warum sie das Schloss immer öffnen konnte. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Na, ob's er die verrät die jetzt nicht, weil sie kein Geld bekommt. Das würde ich dir jetzt auch noch zutrauen. Siehst du was? Nein, nichts! Hey, Jungs! Hier rüber! Ich brauch Hilfe! Nur die finden auch wirklich alles. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Na, wenigstens hat sie uns nicht verraten. Er trägt einen Helm. Devorantes. Was? Devorantes. Salpeter und Alkohol. Das verbrennt das Gesicht und frisst sich durch Stahl. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Mach mir mal was davon fertig.
Gut. Ah, okay. Los, ziel auf den Helm. Schleuder ihm einen Stein an den Kopf. Los! Dem recht. Das ist laut. Wie wär's mit ein bisschen mehr Begeisterung? Ja, alles einsammeln hier. Scheiße, da drüben. Da ist einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Kommt, wenn ich die erwische. Weißt du, wo die Schleimsteine sind? In einer der Kisten. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Oh Mann, das war nicht fix genug. Sind hier sicher noch mehr. Wir müssen hier verschwinden. Wir müssen zurück zum Akadukt. Ich weiß. Wo ist das Château d'Ombrage? Hier entlang. Folgt mir. Ja, mir ist doch lieber, wenn sie lang geht und wir ihr folgen. Aber wo ist sie denn hin? Ach da. Gar nicht gesehen. Ist aber gut getarnt. Oh nein, ich wusste es. Oh, nicht. Da drüben. Das ist unser Ausgang. Hör zu. Amicia, du hast die Schleuder. Du gehst zuerst. Go. Halt die Augen offen und sei leise. Ist gut. Verstanden. Findet ihr gute Ruhe und tötet die anderen. Sofort. Sie suchen immer noch nach mir. Ich wurde angegriffen durch so eine Umgebung. Hier lang, Männer! Scheiße. So nicht. Und nochmal. Kannst du mich hören? Jemand hat einen von uns erwischt. Das Schwein kann nicht weit sein. Findet es!
was? Hab sie gefunden! Männer hier drüben! Hier lang! Amicia! Amicia! Ich seh mal nach. Was ist das? Nein, Amicia! So, ich würde sagen, wir schleichen uns da mal rüber. Er geht da lang. Sehr gut, sehr gut. Nur bleiben wir erstmal im Dunkeln. Und dann gehen wir wohl zerfallt. Links in die Büsche rein. Meine Mutter hat mir davon erzählt, als ich klein war. Sind schlimme Dinge hier passiert. Schlimmer als der Biss. Ich krieg heute die Gänsehaut. Bist du auch ganz schön frisch heute. Lach nur. Aber die Erde erinnert sich an das Blut, das auf ihr vergossen wurde. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Nichts. Ich sollte mich beruhigen. So, dreh dich wieder um und geh nach rechts. Oh, super. Stimmt, du warst ja da. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. Da kann er sich glücklich schätzen. Wüsste er nicht. Oh. Seltsam. Und? Immer noch nichts? Das sind doch bloß... Na gut. So, jetzt sind wir hier schon ziemlich nah.
Alles, komm. Sind fast da. Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Da! Da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Sehr gut. Das haben wir doch super hinbekommen. Der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, dann los! Schieß ihm den Helm vom Kopf! Hey! Da habt ihr euch also versteckt! Hey, ich bin so froh, euch wiederzusehen! Hey, du siehst nicht übel aus! Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus. Und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Der Kleine hat aber gut durchgemacht. Können wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast recht. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Immer diese Zicker rein. Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, Amicia, ich hab etwas für dich. Ich hab Ignifa weiterentwickelt. Zu Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Salpeter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. So, wo taucht das jetzt auf? Ach, da. Wirf es auf die Ratten. Luminosa. Das brennt in den Augen. Das hat sie pulverisiert. Was? Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben, aber diese Karren werden uns noch nützlich sein. Hm. Okay, super. Dann wollen wir mal weg. Wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Kletter hoch, ich helfe dir. Na gut. Dass der Kleine das überhaupt so mitmacht, finde ich cool. Gehen wir das Aquädukt drauf? Hugo, es heißt Aquädukt. Oh. Aquädukt. Aquädukt. Super. Melly, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. Kleinen logopädischen Unterricht. In Ordnung. Sehen. Wow. Kletter hoch. Mhm. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Okay. Wie wär's mit? Nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Zuerst? Gut gemacht. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Das ist mein Mädchen. Wow!
Das sieht ja echt geil aus mit dem blauen Licht hier, so. Oh. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Proton. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Gut gemacht. Das war ja nicht ganz so schwer. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen muss. Kannst du mir helfen? Yep. Dieser Ort ist unglaublich. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Das wäre herrlich gewesen. So, jetzt kommt das Boot und dann können wir auch rüber. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen dann nach. Meinst du wirklich? Ja, es ist ohnehin nur Platz für zwei. Dein Einsatz, Melly. Lukas, schlaf nicht, sondern hilf mit. Ja. Das Wasser. Okay, dann setz ich mit den Kleinen rüber. Da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Da hätte ich auch heulen müssen. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, Hugo, steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Naja. Festhalten. Solange das Boot nicht rüber... nicht untergeht, brauchen wir auch nicht schwimmen. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert. Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Nur lieber nicht. Oh, ich hätte eigentlich gedacht, dass jetzt gut, überhaupt... hier steigen wir aus. ...dass sogar noch ein Monster auftaucht. Viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Sind sie eingestiegen? Ja. Gut. Ihr könnt loslassen. Okay. Das war mal eine geile Idee, habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht und ich hatte Angst. Ich... Vergiss es. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. So, hier können wir schon was einsammeln. Ach, verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Ach ja, unsere Dietrich-Expertin. Die wird jetzt das Schloss öffnen. Ist offen. Super. Na bitte, natürlich. Die haben mir gerade noch gefehlt. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was ist denn, Luke? Dieses hängende Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Mach mal. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Ich glaube nicht, dass Ritter mit Stein und Mörtel umgehen können. Aber Handwerker.
Und zwar eine ganze Menge von ihnen. Lukas, der Bau ist schon lange her. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Ach, na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Gut, kommt mit. Okay, jetzt wollen wir da mal rüber. Die Ratten bleiben da schön in ihrem Loch. Kletter hoch, ich helfe dir. Yep. Was mit dem Kleinen? Der bleibt da drüben, oder wie? Verdammten Ratten. Na komm, 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 komm. Super. Gut, ich kümmere mich um die Tür. Na los, kommt rüber, ihr Faulpelze. Prima, dann kann ich das hier schon mal einsammeln. Eins muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. So, super. Können wir. Wo waren unsere Leiter hier? Achso, müssen wir auch auf die andere Seite. Klar, macht ja auch Sinn. Ich gehe zuerst. Natürlich! Ja. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Naja, so wie ich uns kenne. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. Oh. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Türen und Ratten und... Seht mal, wir haben es gefunden, das Chateau. Oh, geil. Es existiert tatsächlich. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Natürlich geil aus. Oh, ein Gewitter, liebe ich ja. Geile Atmosphäre. Ratten! Ich weiß nicht wie. Oh, hast du das gesehen? Der Blitz! Sie haben Angst vor Blitzen! Lasst los! Lauf! Das ist doch verrückt! Nie wieder! Ein Gebäude! Unglaublich! Hier haben mal Leute gewohnt! Wir sind zu weit oben! Keine Sorge! Das jetzt, ist zu na weit los, weg! Na los. Zu weit, um es auf einmal zu schaffen! Selbst nicht! Noch nicht, noch nicht! Scheiße! Ich werde dir helfen! Ja! Geht es euch allen gut? Haben wir es geschafft? Wirklich? Ja, fast. Wir sind da. Seht euch das an. Chateau d'Ambrage. Oh, von hier aus ist es sogar noch größer. Gehen wir rein. Los! Oh, sieht aber echt unheimlich aus. Aus wie Schloss Dracula.
Unglaublich. In dem Turm dort drüben sind die Wohnräume. Er muss mehrere Jahrhunderte alt sein. Sieht trocken aus. Aber dieser Graben ist uns im Weg. Eine Rattenfalle. Wie in der Höhle. Aber wer hat das alles gebaut? Das Schloss ist ganz schön alt. Da hat sich was bewegt. Ist offen. Ja, danke. Boah, da wachsen ja Bäume drin. Anscheinend haben sich hier alle versammelt. Da, ein Feuerbecken. Ob ich es anzünden kann? So bringen wir die Ratten in Bewegung. Lukas, Hugo, bleibt aus dem Regen raus. Wir werden einen Weg zum Turm freimachen. Gut, komm, Hugo. Bist du soweit, Melly? Solange wir sie aus dem Weg räumen. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ambrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Das hört sich gut an. So. Sie bewegen sich. Prima. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Oh, das ist nett. Sehr großzügig. Wir sind aber auch echt hungrig. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon. Ah, schade. Da war ich zu eilig. Also los, die Belagerung des Chateau d'Ambrage. Zwei Mädchen gegen tausende von Ratten. Diese Schlacht wird in die Geschichte eingehen. Sieh nur, sie bewegen sich. Super. Wir sollten den mittleren Bereich jetzt erreichen können. Ja, das ist schon mal der erste Schritt. Ich lasse dir den Vortritt. Ratten sind dein Spezialgebiet. Sehr großzügig. Los, ich bin bei dir. Ich fühle mich schon gleich viel besser. Jetzt müssen wir es nur noch anzünden. Ohne Melly werde ich es nicht schieben können. So, dann kann ich nur das mal werfen hier. Dann stellen wir hier nochmal was her. Thank you.
Ist die Frage, wie kriege ich sie jetzt hier rüber? Ah. Ich warte mal, bis das ausgebrannt ist und dann müsste ich es ja hier schieben können, oder? Ah, das geht nur von oben. Das Feuerbecken kommt von allein zurück. Sehr interessant. So, wie kriege ich sie jetzt hier rüber? Das geht nicht, also. Kann ich nicht alleine drehen? Ich glaube, ich hänge jetzt hier fest, weil hier noch irgendwas machen? Nö. Die Frage ist, wie kommt sie hier rüber? Ich sehe da was. Hier rüber? Nee. Das ist halt gerade seltsam, weil da hinten sind ja auch Stöcker. Ich kann aber hier nicht rüber. Das kann ich, glaube ich, nicht alleine drehen, ne?
Doch. Ah. Funktioniert, alles klar. D drücken. So, jetzt wissen wir, wozu die Grube gut ist. Melli, kannst du zu mir kommen? Ich komme. Kann's kaum erwarten, da oben zu sein. Seht sie euch an. Wimmeln hier rum wie Adlige am Königshof. Aber das ist unser Schloss. So, das... Genau. Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Kannst du das übernehmen? Na schön. Ja, so funktioniert das. Super. Jetzt laufen wir da mal hinterher. Kann ich dir keine Befehle geben? Nö. Prima. Klettern wir hier drauf. Sammeln natürlich die Alchemie ein. Steine haben wir schon genug. Melli, ich säubere jetzt den äußeren Bereich. Sie kommen in deine Richtung. In Ordnung. Aber es sind zu viele. Dann werden wir es nie schaffen. Ach, gut, wir müssen den ganzen Innenhof säubern. Dann mal weiter. Ich bin sowieso schon klitschnass. Prima. Aber schöne Sachen zum Einsammeln. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Oh nein!
Gut, die hier müssen auch noch in die Grube getrieben werden. Und sie sind mal wieder auf der falschen Seite des Feuerbeckens. Ich muss runtergehen und nachsehen, was da unten ist. Gut, ich gebe dir Deckung mit dem Feuerbecken. Ich lege mein Leben in deine Hände. Reine Routine, meine Dame. Bereit, wenn ihr bereit seid. Na, ja, das klingt doch gut. Dann leg mal los da oben. Ja. Oh, das könnte eine Schmierung vertragen. Wärst du lieber hier unten? Schon gut. Ich wärme mich hier nur auf. Weiter geht's nicht. Was siehst du da unten? Noch mehr Feuerbecken. Ich kann den Ball hochklettern. Dann hoch mit dir. Wir werden es schaffen. Hugo und wir alle werden in Sicherheit sein. So, hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. So, hier schön was einsammeln. Gar nicht so einfach hier. Prima. Na bitte, rein in die Grube mit euch. Ja, perfekt. Geschafft. Jetzt nur noch den letzten Bereich. Ich muss zurück zur Leiter. Ach, da unten sind immer noch Ratten. Ich brauche das Feuerbecken. Prima. Ich wäre soweit. Komm, ich hebe dich hoch. Also schön. Die Brücke. Wir sollten sie besser runterlassen. Und so eroberten Amicia die Amazone. Und Maggie die Verstohlene. Das ist Todombrage. Du hast zu viele Bücher gelesen. Ich... Komm, wir müssen den Bereich da unten noch säubern. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. Ich gebe dir mit diesem hier Deckung. Gut, ich komme runter.
Wo ist denn hier die Leiter? Ach, da. Was war das? Nichts, nur ein beschissener alter Hebel. Melly, du findest immer die richtigen Worte, was? Alles gut. Das hier ist euer Chateau. Ihr habt eine Verbindung dazu. Unser Schloss. Stell dir mal vor, wir könnten hier alle zusammen leben. Mir liegen Gewölbe irgendwie näher, weißt du? Wie soll ich da nur hochkommen? Du brauchst eine Leiter. Aber die verfluchten Ratten sind überall. Ja, sehr witzig. Genau, hier jetzt hoch. Ist hier noch was zum Einsammeln? Nee. Ach, verschlossen. So, jetzt jagen wir die Ratten da auch noch weg. Prima. Hier drüben ist das Chaos ausgebrochen. Ich brauche dich hier. Bin unterwegs. Gut, dann also nochmal. So erobert man ein Schloss. So wird man krank. Nein, meine Geschichte endet anders. Oh, ich komme ja schon. Oh, ist das jetzt so richtig? Nö. Okay. Dann nehmen wir mal das hier. Sie hat ja gesagt, sie braucht mich hier, also gehe ich ja mal davon aus, dass sie auch irgendwas hin und her schieben muss. Hmm.
das müsste aber doch richtig sein. Wir brauchen dafür das Feuerbecken oben vom Wall. No. Ich gebe dir mit diesem...